die Entwicklung der letzten Jahre hin zu einem nahezu totalitären Relativismus, der vollkommen den alten europäischen Werten widerspricht. Ein Prozess, den man früher hat schon sehen können, denn es auch gleich nach dem Kriege sogar schon gab. Viele Intellektuelle haben gesagt, Moment, also dieses ganze Amerikanische, dieses ganze Transatlantische, das sei eigentlich uneuropäisch etc. Aber viele Menschen, unter anderem auch ich, bin also Jahrgang 48, bin also nicht Vorkriegsmodell, wie man so schön sagt, haben diese Entwicklungen nicht so deutlich gesehen. Es gab bekanntlicherweise ja auch den alten Ost-West-Konflikt, das heißt also eine kommunistische Bedrohung auch Westeuropas. Und man war eigentlich mit dem Vorhandensein einer NATO und eines Transatlantismus gleich unmittelbar nach den Kriegsjahren mehr oder weniger einverstanden. Aber die letzten Jahre, besonders auch in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Krise, mit einer Finanzkrise, mit dem Zunehmen von Finanzstrukturen als einzige praktisch übergebliebenen Machtstrukturen des Heruntergehens staatlicher Souveränitäten etc., haben zu einer tieferen Analyse geführt, die, das darf ich wohl schon sagen, bei mir seit mindestens 20 Jahren in etwa immer deutlicher und deutlicher wurden und immer mehr heraus wollten. Und dieses war letztlich der Grund des Schreibens dieses Buches mit Gedanken, dass das Europäische, das klassisch, das genuin Europäische nach meinem Gefühl noch lange nicht zu Ende ist und kaputt ist und dass es sehr wohl Kräfte in Europa gibt, die wir sich wieder dem Europäischen, dem genuin Europäischen zuwenden wollen. Der Buchtitel Kontinentalismus ist sehr fett gedruckt auf dem Buch und ist ein Begriff, den man eigentlich nicht besonders oft kennt. Transatlantismus ist ein bekannter Begriff. Ist das jetzt eine neue Begrifflichkeit, die Sie entwickelt haben? Gibt es diesen Ausdruck schon in der Literatur, beziehungsweise wird er momentan noch verbreitet? Das ist eine interessante Frage natürlich. Also Kontinentalismus vom rein inhaltlichen her bedeutet natürlich irgendetwas mit einem Kontinent. Und Transatlantismus ist als politischer Begriff sehr viel bekannter oder überhaupt sehr bekannt, währenddessen Kontinentalismus etwas völlig Unbekanntes ist. Nun möchte ich dazu natürlich sagen, es handelt sich hier nicht um den Kontinentalismus, den ich meine, sondern den europäischen Kontinentalismus. Das heißt ganz konkret der europäische Kontinent. Darüber zu reden, wie weitergeht und so weiter, können wir gerne noch, wenn wir inhaltlich gehen. Für mich, ich will das gleich am Anfang sagen, endet er nicht am Ural. Das heißt also, Russland ist selbstverständlich Teil Europas. Es endet aber nicht am Ural, sondern ich betrachte zum Beispiel die seinerzeitige Erwerbung des russischen Imperiums unter Katharina der Großen zum Beispiel, also mag aber schon ein bisschen früher stattgefunden haben, die Erwerbung Sibiriens als eine Art Osterweiterung Europas. Und für mich zählt dieses absolut mit zu Europa. Und ich glaube, dass es immer mehr und mehr Menschen gibt, die dieses so sehen. Das wäre sozusagen vom geografischen Bereich her der Kontinentalismus, der europäische Kontinentalismus. Aber dieser Begriff, da haben Sie vollkommen recht, ist völlig unbekannt. Transatlantismus ist sehr viel bekannter und darunter versteht man merkwürdigerweise nur die Verbindung der USA zum NATO- und westeuropäischen Teil Europas. Obwohl, wenn wir den Atlantik nehmen und das Wort Trans nehmen, natürlich letztlich auch eine Verbindung von, sagen wir mal, Südamerika zu Westafrika gemeint sein könnte. Das ist natürlich auch transatlantisch, aber das ist selbstverständlich nicht unter Transatlantismus zu verstehen, sondern ganz konkret der starke Einfluss der USA auf Europa durch die Instrumente NATO und auch die Instrumente der Europäischen Union. Der Kontinentalismus ist keine Ideologie. Man könnte es meinen, wenn man immer wieder das Wort Ismus am Ende hört, also die Endung Ismus. Nein, das ist damit nicht gemeint. Es ist eher eine Haltung. Eine Haltung, die sagen möchte, stopp, irgendetwas ist
da nicht mehr ganz in Ordnung mit dem Transatlantismus. Der ist vollkommen mutiert, der hat sich in eine Richtung entwickelt, wie es uns hier in Europa nicht mehr sehr gefällt. Das hängt natürlich sehr eng mit der jetzigen Situation im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich Europas zusammen. Wir haben seit vielen Jahren eine große Finanzkrise, wir haben die Staatsverschuldungskrisen weltweit, kann man sagen, aber wir beschränken uns jetzt hier einmal auf die Staaten in Europa und auch auf die USA, weil dieses doch sehr eng zusammenhängt, wirtschaftlich und auch geistespolitisch. Also wie ich ja am Anfang schon sagte, ist der Kontinentalismus als Idee, der europäische Kontinentalismus als Idee entstanden, nicht nur von mir, sondern ganz bestimmt auch noch von anderen Personen, Denkern, die die Entwicklung der letzten Jahre einfach sehr kritisch betrachten. Und dieses in Verbindung mit den jetzigen Wirtschafts- und Sozialkrisen, die wir in Europa haben, lässt doch Hoffnung aufkommen, dass man sich zurückerinnert an bestimmte Dinge, die man sehr früh zur Seite geschoben hat. Sie sind nicht begraben, aber sind zur Seite geschoben. Ich spreche hier von eben den genuinen europäischen Werten. Das heißt konkret, wir haben eine riesige Arbeitslosigkeit, wir haben eine sehr starke Einwanderungswelle von Arbeitern oder von Arbeitnehmern aus nicht-europäischen Ländern oder auch aus europäischen Ländern natürlich, aber das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Wirtschaft Arbeitskräfte benötigt und diese benötigt sie deswegen, weil es einfach im Inland, wenn wir das einmal so sagen, also in den westeuropäischen Ländern, viel zu wenig autochtone Menschen gibt, die noch arbeiten. Das heißt also, es fehlen Kinder, mit anderen Worten. Und das wiederum steht in Verbindung mit einer bestimmten Missachtung der Familie, mit einer jahrzehntelangen Demontierung, kann man sagen, der Familie. Es fehlen einfach Kinder, es fehlen damit einfach Arbeitskräfte und die werden von außen her reingebracht. Und das alles führt natürlich zu ganz großen sozialen, auch wirtschaftspolitischen Problemen. Nicht außer Acht zu lassen ist natürlich auch das sehr starke Anwachsen der Finanzindustrie, die eigentlich schon anfangen, Staaten zu beherrschen und nicht mehr, dass die Volkssouveränitäten der jeweiligen Staaten existieren, sondern Souveränitäten weniger finanzstarker Kräfte, die irgendwo angesiedelt sind. Darüber können wir auch noch sprechen, wo sie angesiedelt sind, aber das sind nur noch wenige Kräfte, die da sind. Also wenige Kräfte meine ich, das ist eine Konzentration weniger, die sehr, sehr breite Macht bekommen haben, dass das stattgefunden hat. Diese ganze Umgebung, wenn ich das einmal so sagen darf, lässt doch Hoffnung aufkommen, dass Konzeptionen eines europäischen Kontinentalismus in sogar Gegenwart und in baldiger Zukunft mehr versprechen, als so manch einer im Moment an Pessimismus wahrhaben will. Vielleicht darf ich eine Stelle zitieren, die mir sehr wesentlich erscheint, und zwar, wenn ich von Werten spreche, die zerstört worden sind im Kontinentalismus, ja, wo ich ja so der Meinung bin, dass ja ein europäischer Kontinentalismus, den ich auch eine selbstbewusste Haltung der europäischen Nationen mit einer eben Besinnung auf genuin europäische kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Werte nenne und behaupte, dass das vonnöten sei, um von dem, wie ich es ebenfalls im Buch ausarbeite, immer offensichtlicher und stark relativistisch geprägten Postulaten loszukommen, die, wie ich ebenfalls ausführe, seit Jahrzehnten eine Beeinflussung mit verheerenden Folgen für die Alltagsvernunft der Bevölkerungsmehrheit der Europäer ausübt. Und es ist natürlich sehr, sehr
wesentlich und auch sehr bedauerlich auf der anderen Seite, dass von bestimmten transatlantischen Lobbyschreibern in den, wie man sie mehr und mehr heutzutage nennt, Systemmedien, weil man so unabhängige Medien kaum noch vorfindet, dadurch, dass sie unisono eigentlich immer dasselbe schreiben oder behaupten, und dass diese Lobbyschreiber, die diese Postulate dieses Relativismus mit gewisser Vorliebe, möchte man sagen, immer wieder westliche Werte bezeichnet, sie als westliche Werte bezeichnet. Das allerdings bezweifle ich sehr, denn europäisch sind, charakteristisch europäisch sind eigentlich andere Werte, und zwar die in der Dreieinheit des Wahren, Schönen und Guten eingeschlossen sind. Aber diese transatlantische Ideologie von heute, die eine sogenannte Toleranz uns einredet, dass alles relativ sei, also alles egal sei. Damit werden ja über den Transatlantismus ganz andere Wertedimensionen transportiert, die den wirklich genuinen europäischen Werten zum Teil diametral widersprechen. Und dieses Ergebnis dieser Weltsicht, dieser transatlantischen Weltsicht, ist, denke ich, überdeutlich zu sehen. Und zwar haben wir erstens einmal die Entgottung der Welt, dann die Auflösung der Familie, dann das tragische Defizit an Nachwuchs, die Übergabe der noch vorhandenen Kinder an die Gesellschaft, die Auflösung der Nation, die Vereinsamung des Einzelnen und die totale Kommerzialisierung seiner Lebenswelt. Dieses mit der Kommerzialisierung, wir erleben das ja sehr stark in dem, ja, schon junge Leute von morgens beim Aufstehen bis abends zum Schlafen gehen, eigentlich nur vor einem Handy sitzen mit einem Bildschirm, und diese ganzen Dinge, die dort transportiert werden, werden ja überwiegend bezahlt durch eine Kommerzialisierung, durch Apps, durch Reklame und so weiter. Und das ist das Interessante, und das ist, glaube ich, sogar der Kernsatz des Kontinentalismus. Diese Ziele, die da in der Kommerzialisierung drin sind und in der Egalisierung der Welt, in der Gleichmachung, ja, die sind ursprünglich im proletarischen Sozialismus angesiedelt. Und da gab es eine staatliche Ausformung des proletarischen Sozialismus, und zwar im sowjetischen Bolschewismus. Aber diese Ziele, die sind peu à peu eine Verbindung mit globalen Finanz- und Konzernstrukturen eingegangen, und zwar wegen der von diesen Strukturen entdeckten Erkenntnis, dass sich im Relativismus und in der Egalität, dass die dort in diesen beiden Dingen verpackten ideologischen Zielen, den ungeheuren Kommerzialisierungsmöglichkeiten, die mit den atomisierten Individuen zu erreichen sind, absolut bestens erreichbar sind. Das heißt, dass sich diese Ziele nicht widersprechen. Und das ist das Interessante, dass gerade dieser Prozess des Übergangs nicht weniger ursprünglicher Ziele des proletarischen Sozialismus, bolschewistischer Ausprägung in die westlichen Gesellschaften hinein, vielen Zeitgenossen viel zu wenig bekannt ist und bewusst ist. Sich des Transatlantismus bedienend, haben die Betreiber dieses Prozesses in jahrzehntelangen schrittweisen Eroberungen, nenne ich es einmal, die Deutungshoheit gesellschaftlicher Begriffe angestrebt und dabei tiefe Spuren bei Politikern, Medienvertretern und letztlich auch bei den ökonomischen Managern hinterlassen, die bis zur Mutation führen, jene ursprünglichen marxistischen und im Laufe des Prozesses womöglich extra verklausulierten Ziele nunmehr westliche Werte zu nennen. Also diese Schaffung des Begriffes europäischer Kontinentalismus, das war eines der Ziele dieser Publikation, dieses Buches von mir, und ich hoffe sehr, dass es einfach zu Diskussionen anregt. Also es gibt jetzt hier noch keine festen, fertigen Rezepte. Europa allerdings und das europäische Denken, da bin ich ganz überzeugt von, ist so reich und so vielfältig, und es gibt so viele tiefe Denker und Menschen, die politische Verantwortung fühlen und in diese Richtung denken, fühlen und handeln werden, dass ich hoffe, dass dieses Buch eben diese Menschen anregt und dass es zu weiteren Diskussionen zum Begriff europäischer Kontinentalismus kommt.